Ein großes Ereignis. Nach 7 Jahren wieder in einem deutschen Film. Romy Schneider. Aufsehenerregende Bühnen- und Filmerfolge im Ausland prägten diese junge Schauspielerin zu einem Weltstar. Alle, die Romy Schneider kennen, überrascht sie jetzt mit ihrer bisher reifsten Leistung. Die erregende Geschichte einer jungen Mutter, die gegen den Pflegevater ihres unehelichen Kindes einen dramatischen Kampf führt. Die Liebe zu einem Kind steht im Mittelpunkt des Films Schornstein Nummer 4. Schornstein Nummer 4. Umsorgt und behütet wächst der kleine Junge bei einer Arbeiterfamilie im Ruhrgebiet auf. Wie eine Fremde kann eine Mutter ihr Kind nur heimlich aus der Ferne betrachten. Vergeblich versucht ein liebender Mann, die Verzweifelte zu trösten. Wem gehört unsere Sympathie? Der Pflegemutter, die das Kind mit allen Mitteln verteidigt? Oder der Mutter, die als 19-Jährige noch nicht wusste, was sie tat? Wie entscheiden die Behörden? Durch einen Formfehler ist der Rechtsstand sehr unklar. Der dramatische Konflikt zermürbt die Kraft aller Beteiligten. Das Gesetz ist ohne Herz. Die Staatsgewalt greift ein. Der Anblick der verhassten Gegnerin bringt einen Mann um den Verstand. Ein preisgekrönter Regisseur schuf zusammen mit Marguerite Duras, der Drehbuchautorin von Hiroshima Mon Amour, einen Film der Weltklasse. Auf dem Schornstein Nummer 4 steht ein Mann und fordert sein Recht. Ein Film im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Ein großer Stoff, meisterhaft verfilmt. Ein Weltstar auf dem Höhepunkt einer glänzenden Karriere. Ein aktuelles Geschehen, das jeden anrührt. Eine ideale Besetzung. Ein Film voller Kontraste. Er zeichnet die erwachende Mutterliebe einer schwer geprüften jungen Frau, der auch ihr eigener Mann nicht helfen kann. Und die ohnmächtige Hilflosigkeit eines Verzweifelten, der sich gegen das Schicksal aufbäumt. Wem gehört unsere Sympathie? Wer hat das größere Recht? Die Mutter oder dieser Mann, der auf dem Schornstein den Blick der Öffentlichkeit auf sich zieht? Eine dramatische Lösung bringt Ihnen der Film Schornstein Nummer 4. Schornstein Nummer 4. Der ungewöhnlichste Film des Jahres.